Hallo meine lieben Freunde, es ist wieder soweit, wir beschäftigen uns mit dem Thema Snapmaker. Und dieses Mal geht es um das Gehäuse zum Snapmaker, den Enclosure, den ich hier heute mal vorstellen möchte, den ich seit kurzem im Besitz habe und dazu möchte ich so ein bisschen meine Erfahrung berichten und wir wollen heute gar nicht so viel rumblänkeln, ich werde da manchmal auch gar nichts sagen und dann werde ich mal ein bisschen Musik einblenden. Auf jeden Fall machen wir heute mal ein Unboxing, Aufbau und Erfahrungsbericht in einem. Ja, zum einen haben wir hier erstmal das Unboxing, wo ich die einzelnen Komponenten hier so ein bisschen auspacke. Das Ganze wie gewohnt von Snapmaker alles in einzelnen Kartons verpackt, mit viel Liebe, so dass auch da überall eine Beschriftung drauf ist, dass man weiß, was sich im Karton befindet. Das finde ich wirklich sehr, sehr nett und kenne ich so von nicht vielen Herstellern auf jeden Fall. Da gibt man sich auf jeden Fall schon sehr, sehr viel Mühe und auch ein bisschen Liebe oder ganz viel Liebe. Und das macht auf jeden Fall immer Spaß, das auszupacken, finde ich zumindest. Und das ist dann immer so ein ganz besonderes Unboxing. Ja, ist jetzt mittlerweile mein zweites Unboxing zu Snapmaker. Das erste war ja zum Drucker gewesen, dem A350. Das ist in einem separaten Video. Könnt ihr euch das anschauen. Auch den Aufbau hatte ich mal begleitet. Ja, ansonsten ist dann das Ganze schön eingepackt und es findet sich wieder viel, viel Zubehör dabei. So wie wir jetzt hier gerade sehen können, für die Lüftung und ein Schlauch ist auch dabei, dass man das zum Fenster legen kann. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nett, das Ganze. Ja, als nächstes kommen wir zum Gehäuse selbst, zu den Gestängen. Da sieht man schon, dass da das Ganze auch wieder sehr, sehr hochwertig gearbeitet ist, wie man es eigentlich schon von Snapmaker gewohnt ist. Da sieht man auch, die ganze Beschriftung ist dann aufgedruckt auf den ganzen einzelnen Aluprofilen. Da sollte man auf jeden Fall achten, wenn man sich die Anleitung dazu nimmt, dass man da die richtigen Teile benutzt oder dazu nimmt, weil da gibt es dann schon kleine feine Details, da sollte man drauf achten. Ansonsten kann es dann sein, dass man nochmal von vorne anfangen muss oder einen Teil zerlegen muss. Das möchte man sich ja dann doch vielleicht sparen. Ja, hier sieht man noch die Profile dann mit den LED-Strips. Da befinden sich zwei, einmal links und einmal rechts im Gehäuse. Und das Ganze ist dann so in so einem Kaltweiß gehalten. Das finde ich ganz in Ordnung. Und tut auf jeden Fall seinen Zweck, so dass man das Gehäuse schön ausgeleuchtet hat und da nicht noch irgendwie nochmal neue Umbauten machen muss oder irgendwas. Ja, ansonsten hier nochmal gutes Zubehör dabei. Natürlich wie gewohnt alles in Aluminium. Und das auch wieder sehr, sehr dick ist und hochwertig. Und dann sind auch noch Schräubchen dabei. Da ist dann übrigens die Toolbox sehr praktisch, die schon beim Snapmaker mitgeliefert worden ist. Da kann man mich das alles schön reinpacken. Das fand ich dann auch wieder sehr, sehr nett. Da hat man dann schon ein bisschen im Voraus auf jeden Fall gedacht. Ja, dann kommen wir mal zu den Türchen. Die sind soweit schon eigentlich fertig montiert und aufgebaut. Man muss lediglich noch die schöne Folie abziehen und ansonsten noch so kleine Kunststoffnäschen anschrauben, die dann im Endeffekt zur Führung dienen, die oben im Aluprofil drin sind. Das seht ihr aber dann später bei der Anleitung, wenn ihr euch die mal zu Gemüte führt. Ja, die ganzen Plexiglas-Teile sind übrigens nicht nur als Schutz wegen der CNC-Fräse gedacht, sondern auch vor allem wegen dem Laser, so dass man sich dort die Augen nicht verblitzen kann. Ja, die Anleitung ist auch wie gewohnt sehr, sehr hochwertig und sehr schön bebildert und ausführlich bebildert und Schritt für Schritt alles schön erklärt, so dass man eigentlich dort sehr, sehr gut zurechtkommt. Ich habe jetzt durch die Filmaufnahmen natürlich deutlich länger gebraucht, weil ich dann noch die ganzen einzelnen Szenen jetzt noch mitgefilmt habe. Aber ich denke mal, so eine halbe, dreiviertel Stunde, ja eher dreiviertel Stunde, sollte man so ein Gehäuse zusammengebaut haben. Ja, hier sehen wir noch die Displayhalterung. Die muss dann
entfernt werden und abgeschraubt werden, da wir diese später nicht brauchen. Das gleiche gilt auch für die Filamenthalterung, die auch einen neuen Platz findet später am Gehäuse. Genau achten darauf, welches man benutzt. Das ist auch in der Anleitung genau gezeigt. Da sind auch hilfreich so kleine Punkte wie diese Magneten oder diese Aussparung. Da kommt dann übrigens später die Tür, die dann eingeschoben wird. Ja, ansonsten, wie gesagt, ist die Box, die mitgeliefert vom Snapmaker, sehr, sehr praktisch. Und die Profile zusammenschrauben, das ist auch wieder sehr, sehr passend und bündig. Da hatte ich bis auf zwei kleine Schräubchen, wo ich leichte Probleme hatte, gar kein Thema gewesen. Und das ist auch wieder sehr, sehr hochwertig verarbeitet und da passt und wackelt einfach nichts. Entschuldigung, da passt natürlich und da wackelt nichts. So rum muss es sein, ne? Ja. Ansonsten ja, ist es wie im Baukastensystem wieder. Schritt für Schritt schraubt man das zusammen. Und manchmal hakt es so ein bisschen, aber wenn man da so ein bisschen mit Feingefühl auch dran geht, ist das alles kein Problem. Und wie man hier schön sieht in dieser Detailaufnahme, ist das einfach Wahnsinn, was für eine Passgenauigkeit das Ganze hat. Also das ist schon wirklich High-End. Ich bin jetzt nicht der 3D-Drucker-Profi, aber für mich ist es auf jeden Fall super. Und ich würde jetzt behaupten, da passt auch kein Haar mehr dazwischen. Habe ich jetzt aber nicht ausprobiert. Vielleicht sollte ich das mal machen. Ja, ansonsten, wie man schon eben gesehen hat, die LED-Strips. Die sind auch schön eingearbeitet und vorgefertigt. Hinten sieht man jetzt die Kabelführung und hier vorne das eingepasste Display. Das ist auch alles sehr, sehr nett und sauber verarbeitet. Auch die Türen machen einen sauberen Eindruck und das ist einfach schön anzusehen und macht schon was her. Aber ich würde trotzdem nicht empfehlen, das jetzt unbedingt im Wohnzimmer stehen zu haben, weil ich glaube, die Frau könnte einem da schon was erzählen. Zumal wenn die Geräuschkulisse ist zwar schon sehr, sehr gedämmt dadurch, aber man merkt trotzdem einfach, dass ein Gerät am Arbeiten ist und am Drucken ist. Also würde ich schon empfehlen, das Ganze in einen separaten Raum zu stellen, wo man jetzt nicht unbedingt durchgestört wird, wie zum Beispiel ein Arbeitszimmer oder sowas. Da habe ich es im Übrigen auch stehen jetzt. Ja, ansonsten hier noch ein paar schöne Szenen, die ich mal eingefangen habe, die man mal auf sich wirken lassen kann, um das Ganze zu sehen. So ein bisschen ja, zu sehen, wie das Ganze so wirkt, wenn das aufgebaut ist, ist auf jeden Fall eine feine Sache. Das Einzige, was ich ein bisschen bemängeln könnte, sind die Kabelführung mal wieder, die da leider so ein bisschen immer noch gegen die Türen drückt durch den Controller. Aber das ist wieder Jammern auf höchstem Niveau. Und ich vermute mal, da wird es bestimmt auch irgendwann eine überarbeitete Version geben. Ja, ansonsten arbeitet schön der Druckkopf jetzt schön sauber da drin und man hat auch keine Temperaturschwankungen mehr. Das habe ich schon mittlerweile gelernt, dass es ganz wichtig ist, vor allem bei ABS. Hier sieht man mal im Zeitraffer noch einen kleinen Druck und den Lüfter, der im Gehäuse verbaut ist. Der ist eigentlich relativ gut vom Geräuschkulisse, kann man aber sicherlich noch leiser gestalten, das Ganze. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, mein Video, das neueste. Gerne könnt ihr mir einen Daumen hinterlassen oder vielleicht auch mal ein Abo hinterlassen für meinen Kanal. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Hier sieht man noch ein bisschen den Display und das Displaygehäuse, wie es benutzt wird. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video, auch wenn es heute so ein bisschen ja, einfacher gehalten ist. Aber es ist halt nur ein Gehäuse und zwar ein sehr geiles Gehäuse und ein schönes Gehäuse, aber trotzdem nur ein Gehäuse. Ja. War es jetzt ein bisschen schwierig, da noch ein Riesenvideo drüber zu bauen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Vielen Dank und bye bye.